Leute, was geht ab? Und ja, das ist immer noch Modern Warfare 3. Ich hab's immer noch nicht geschafft, mir eine PS4 zu holen. Und ihr werdet wahrscheinlich schon bemerkt haben, dass ich einen neuen Hintergrund habe. Das liegt einfach daran, dass ich mein Zimmer ein bisschen umgestellt habe, beziehungsweise den Schreibtisch jetzt an eine andere Position in meinem Zimmer gestellt habe. Wie spektakulär. Und jetzt einfach mal ein bisschen mehr im Hintergrund seht, anstatt nur die normale Wand. Jetzt habt ihr da noch eine coole Irland. Oh, das war falsche Richtung. Hier eine coole Irland-Flagge und da mein Sofa und dann noch ein Sessel und voll cool und so. Ich versuche mir da einfach noch ein bisschen mehr zu überlegen, damit ihr nicht nur mein schlechtes Gameplay und meine hässliche Fresse sehen könnt, sondern auch mal einen schicken Hintergrund. Und letztens hat mich ein Kollege in der Schule darauf angesprochen, dass ja der Channel von Alberto einfach zugemacht hat, ja? Get fucking owned, mate. Digga, ich geh so ham. Aber ja, wo waren wir, Alberto? Ich hatte das nämlich gar nicht so wirklich mitbekommen, weil er auch gar kein Video hochgeladen hat. Und nun ja, der Channel ist einfach, also der Banner wurde gechanged und auch das Avatarbild. Und in dem Banner ist einfach mal ein Fehler drin, da steht einfach zweimal ist, also dieser Channel ist geschlossen, what the fuck. Aber er hatte wirklich nur noch irgendwelche Produktplatzierungen in der letzten Zeit gemacht und generell ziemlich wenig Videos. Wenn, dann waren das diese L-Versus-Dinger, die ziemlich hart auf Cross-Promotion aus waren und naja, ich konnte das nicht wirklich so feiern. Immer wenn irgendein deutscher Rapper oder inzwischen ja auch amerikanische Rapper irgendwie ein neues Album oder einen neuen Film rausgebracht haben, sind sie einfach zu Alberto gegangen, haben da ein Video mit ihm gemacht, Alberto hat die Klicks bekommen und sie die Promotion und dann war es das ungefähr und ich dachte mir nur so, kleine Kinder verarschen, Albert, muss das wirklich sein? Denn ich finde, Alberto ist ein Paradebeispiel gewesen für einen perfekten YouTube-Kanal, beziehungsweise auch eine große Inspiration für mich. Denn er bringt einfach schon seit Grund auf alles irgendwie mit, was man für einen guten YouTube-Kanal braucht. Er hat gute Qualität, super Schnitttechnik und außerdem noch gute Ideen und irgendwie hat er auch eine extrem interessante Persönlichkeit, was mir auch extrem wichtig ist bei YouTubern, ja? Denn was viele vielleicht gar nicht wissen, denn der Junge wurde adoptiert damals und er kennt seine Eltern einfach nicht, ja? Also wirklich, er kennt nicht den Namen, kein gar nichts, hat sie nie getroffen, sondern ist immer bei seinen Adoptiveltern in Hamburg groß geworden. Ich finde das echt heftig so. Außerdem, weil er irgendwie in seiner YouTube-Karriere auch viel gereist ist, mit vielen verschiedenen Leuten Kontakt hatte, finde ich ihn einfach interessant als Person und er ist auch extrem sympathisch, meiner Meinung nach, jetzt auch immer noch. Allerdings, nun ja, ist das in letzter Zeit halt irgendwie ziemlich wenig geworden, ja. Er hat damals ja seine YouTube-Karriere gestartet und so, nun ja, kleine Sketche immer so gemacht, diese schlechte Sitcom, kann ich mich zum Beispiel noch dran erinnern, mit Dan the Man. Dann hat er auch sowas wie Vertraute Zweisamkeit gemacht, also falls ihr dieses Video nicht kennt, beziehungsweise die erste Staffel Vertraute Zweisamkeit nicht kennt, ja, dann verlinke ich euch mal, nun ja, die komplette erste Staffel in der Beschreibung und da klickt ihr wirklich mal drauf. Ohne Scheiß. Also, ich weiß nicht. Ich finde das so genial. Das ist so eine geile Produktion für die damalige Zeit. Und auch die Jokes sind einfach extrem witzig. Einfach, also, falls ihr so auf richtig schlechten, flachen Humor steht, dann ist das wirklich was für euch. Und schaut euch das wirklich an. Das ist schon so eine Art. Oh, Digga, das klingt jetzt schwul, ne? Aber so ein bisschen deutsche YouTube-Geschichte einfach nur. Das Video an sich hat gar nicht so viele Klicks, weil es einfach nur ein Zusammenschnitt aus allen Folgen dieser Staffel ist. Allerdings ist das Video an sich einfach genial. Also, schaut wirklich mal in der Videobeschreibung vorbei. Ich habe es mir vor ein paar Tagen wieder angeschaut. Also, gönnt euch wirklich, ja? Vorher schaut ihr aber dieses Video zu Ende. Denn Alberto wurde, glaube ich, nicht wirklich dadurch durch dieses Video bekannt, sondern eher durch die I Bet You Will Not Serie, die, denke ich mal, hier fast jeder kennt, ja? Denn durch die wurde ich damals auch aufmerksam auf Alberto. Auch wenn ich diesen Cheng schon damals irgendwie unsympathisch fand. Wer das Prinzip von I Bet You Will Not gar nicht kennt, das ist im Grunde sowas wie Wetten, das mit ein bisschen veränderten Regeln, so ungefähr, ja? Und nachdem die Serie so erfolgreich war, hat er allerdings ziemlich Stress mit Cheng, so wie ich das mitbekommen habe. Das wurde auch nie so wirklich gelöst, warum oder welcher Auslöser es dafür gab. Auf jeden Fall hat er nachher ein Video gemacht, dass es kein I Bet You Will Not mehr geben wird mit ihm und ich glaube, er hatte nachher so ein bisschen versucht, wieder weiterzumachen mit Dan the Man, aber das wurde dann auch nicht so wirklich und nun ja, dann hat er es lieber gelassen, fand ich auch viel besser, denn nun ja, auch wenn ich diesen Cheng nicht mochte und jetzt immer noch nicht wirklich mag, war die Serie schon irgendwie nur möglich mit dem Typen halt. Auf jeden Fall ist er dann für sein letztes Studienjahr nach Amerika gereist und ist dann da, glaube ich, für 1-2 Jahre geblieben, ich weiß gar nicht, wie lange das war, aber er ist auf jeden Fall ausgewandert für die Zeit, ja. Und dann kam auch wirklich der große Durchbruch für ihn. Und für mich war das irgendwie auch die Hochzeit von Alberto, wenn ich ehrlich bin. Obwohl er da keine Videos mehr gemacht hat, mit zum Beispiel jetzt halt Dan the Man, den ich jetzt irgendwie auch immer noch von der Person feiere. Und da Flying Uwe, mit dem hat er auch schon damals mit Hamburger Hängern, auch mit diesem Jan Rode zum Beispiel auch. Und mit denen hat er auch Videos gemacht. Und diese Clique an sich habe ich einfach gefeiert, so diese Hamburger Hänger, ja. Weil ganz ungeachtet von diesem Call of Duty Clan Hamburger Hänger, aber einfach nur diese Clique, sag ich mal, an sich fand ich einfach unglaublich sympathisch und irgendwie extrem cool. Ich wollte mir, glaube ich, damals sogar so ein Hamburger Hänger-Shirt kaufen. Zum Glück habe ich das nicht gemacht, denn dann wäre ich, glaube ich, auch nicht in OX gekommen. Aber das ist ein Insider. Nun ja, Amerika. Er ist dann immer mehr auf diese Call of Duty Sache eingegangen und hat mehr mit dem Zocken verbunden und dadurch bin ich auch wirklich ohne Scheiß auch mehr auf Call of Duty gekommen. Ich meine, der Typ hat damals so krass Call of Duty angepriesen. Er ist damals, ohne Scheiß, extra als MW3 rausgekommen ist, 2011, ist er extra von einem Staat in den anderen Staat nach Amerika gegangen, nur um das Spiel wegen der Zeitzone früher zu bekommen. Also 1-2 Stunden früher. So krank war der Typ, Alter. Und gerade das habe ich extrem gefeiert. Er hat dann einfach in dem Hotel
Hotelzimmer MW3 gezockt. Auch seine 10 Arten von Call of Duty Spielern oder Letzter Überlebender in SNZ sind einfach legendär. Auch seine Serien, die er damals gemacht hat, sind einfach extrem geil. Obwohl sie natürlich, das sind an sich einfach wirklich kurze Videos, allerdings steckt viel Nachbearbeitung da drin und das machen die irgendwie so, nun ja, besonders. Denn auch diese ganze Nachbearbeitung, auch mit Familie Bert, den Titelsong, auch die Titelsongs generell aus Albertos Videos sind einfach richtig gut gemacht und haben immer einen Ohrwurm-Effekt und man weiß einfach, ja, jetzt kommt was Witziges, sag ich mal so ungefähr, ja. Er hatte ja damals auch ein Gewinnspiel gemacht, wo dann ja auch nachher Judoka Hero mit Noob und Hut gewonnen hat. Das ist irgendwie auch etwas Cooles. Ich meine, so ein großer YouTuber pusht dann nachher andere YouTuber, die dadurch dann auch noch groß werden, die dann auch noch diesen Push bekommen, diesen Anfangspush bekommen, um auch diese Basis zu haben, groß zu werden und weiter, nun ja, Spaß an YouTube zu haben. Ich meine, das im Nachhinein zu wissen, dass aus den beiden Jungs dann auch noch etwas Großes wird, beziehungsweise nun ja, Noob und Hut hat ja um die 60.000 Abos und Judoka Hero, glaube ich, 110.000, ich bin mir da gar nicht so sicher. Aber trotzdem erfolgreiche YouTuber einfach, ja. Finde ich extrem cool, auch wenn das Headset, glaube ich, nie bei Judoka Hero angekommen ist, weil das immer mit der Post, glaube ich, nicht geklappt hatte oder so, aber Verräter diesen YouTube-Push an sich ja schon bekommen und ich glaube, der hat schon ausgereicht für ihn. Auch die Serie Jetzt frage ich und generell alle Charaktere, die Alberto so erfunden hat, sind einfach extrem genial. Ich meine, ich war damals schon ziemlich jung, als ich seine Videos geguckt habe, allerdings dachte ich nach einer Zeit wirklich, dass diese Charaktere wirklich alle existieren so ungefähr und dass nicht die eine und derselbe Person ist, ja. Er hat die ganzen Charaktere auch wirklich klar verteilt und nie wirklich vermischt, sondern immer wirklich die Linie durchgezogen, sodass es auch wirklich reell wirkt, sag ich mal. Ich meine, das sind einfach um die 7 bis 8 Charaktere oder so und der hat sie wirklich alle sehr gut getrennt, sehr gut eingeteilt und jedem ein eigenes Image gegeben, um die auch in seinen Videos weiterhin zu verwenden und ich kenne keinen anderen YouTuber, der das so gut hinbekommen hat wie er. Aber nachdem seine Hochzeit war, musste er auch irgendwie mal einen Fall kommen, sag ich mal. Denn nachdem er wirklich wieder nach Deutschland gekommen ist, ich glaube, der ist dann damals nach Berlin gezogen oder so, hat sich wirklich irgendwie alles verändert auf seinem Kanal. Er hat dann irgendwie auch die falschen Leute kennengelernt, so habe ich das Gefühl. So zum Beispiel diesen Mert Matan, den feiere ich kein bisschen oder diese ganzen, ich möchte jetzt keine Namen nennen, so, aber so Mert Matan reicht schon aus. Ich finde den Typen echt, also falls ihr den guckt, gar kein Ding, könnt ihr ruhig machen, wenn ihr den witzig findet, aber na. Er hat dann auch ab da ungefähr auch immer mehr angefangen mit diesen Produktplatzierungen und das konnte einfach nicht gut ausgehen, sag ich mal so, ja. Oder auch diese Sache mit Lavuda 2014 auf der WM und so viele andere Sachen, für die er dann noch Werbung gemacht hat. Es wurde ja irgendwie immer kommerzieller um ihn. Er hat dann ja auch immer weniger Klicks gemacht, von 1 Million dann auf einmal nur noch auf 200.000, obwohl die Folgen an Produktionsaufwand und gleichen Witzen und gleichem Humor eigentlich immer gleich geblieben sind, sag ich mal, ja. Und meiner Schätzung nach ist es einfach so, dass er diesen finanziellen Unterschied auf einmal nicht mehr abkonnte, beziehungsweise er das schlecht fand und er das einfach ausgleichen wollte. Und der Trend ging damals einfach, beziehungsweise geht jetzt immer noch dahin, Produktplatzierung zu machen. Und er hat dann ja auch immer mehr gemacht, so für Klamottenmarken und Beats und was weiß ich nicht alles. Und der Inhalt und die Witze des Videos gingen immer mehr zurück, auch wenn die Schnittsachen immer noch extrem gut waren. Ich weiß gar nicht mehr, ob er die dann noch selber gemacht hat oder ob die dann irgendjemand von Tube One oder was weiß ich für ihn gemacht hat. Allerdings ging der Inhalt von den Videos einfach zurück, muss man einfach so sagen. Und dann, als er dafür dann auch noch gehatet wurde in den Kommentaren, was ja auch irgendwie auch so ein bisschen verdient war, kam wirklich eine Zeit lang wirklich wieder richtig gute Videos. So diese Hey L-Sachen waren immer noch ab und an mal richtig witzig, auch meiner Meinung nach. Und Familie Bert hatte dann ganz gedroppt von den Serien, sag ich mal. Und nun ja, die ganzen alten Sachen waren halt nicht mehr dabei. Die alten Leute waren irgendwie nicht mehr da, hat er gar keinen Kontakt mehr. Er hat ja auch schon seit mehreren Jahren gar keinen Kontakt mehr mit Dan the Man, soweit ich weiß. Der Typ versucht ja momentan, glaube ich, sein eigenes Netzwerk aufzubauen. Und ich wünsche ihm da auch irgendwie voll viel Erfolg, weil ich finde ihn irgendwie extrem sympathisch, auch extrem interessant als Person. Er spielt in den alten Alberto-Videos ja immer diesen brutalen und rauen Typen, der so einfach strukturiert ist, sag ich mal. Aber in echt ist er eigentlich ziemlich schlau und nun ja, hat eine extrem interessante Meinung zu sehr vielen Themen. Und er hat auch mal so eine Art Commentaries damals auf seinem Kanal gemacht, beziehungsweise ich glaube, er hat sie jetzt momentan gelöscht. Falls ich sie noch finde, verlinke ich sie euch mal in der Videobeschreibung und ich fand die extrem interessant, wenn ich ehrlich bin. Und nun ja, Dan the Man, eine Person, die durch viele, viele Jahre YouTube immer noch interessant geblieben ist und die ich jetzt immer noch teilweise verfolge, auch wenn er nicht mehr so viele YouTube-Videos macht, so wie ich das mitbekommen habe. Aber dann bahnte sich auch am Anfang des Jahres so ungefähr auch das Ende von Alberto an, ja? Er hat nur noch irgendwie einmal im Monat was hochgeladen und wenn, dann war das schlecht oder Produktplatzierung oder was weiß ich, diese... Das ist wirklich, der Höhepunkt war wirklich diese Kinder-Maxi-King-Scheiße. Wenn wir ehrlich sind, ich dachte mir so, nein, das kann echt nicht sein. Ich hatte auch schon mit dem Gedankenspiel, ihn zu deabonnieren, allerdings dachte ich mir so, ja, wegen seiner guten Vergangenheit, lasse ich da nochmal ein Abo da und vielleicht fängt er sich ja immer noch. Also falls ihr diesen Kinder-Maxi-Song nicht kennt, dann schaut's auch bitte nicht, nein, gebt euch das, nein, hört auf, nein, macht es nicht. Es ist eine Beleidigung für seine alten Videos, dass er so ein Video produziert hat, beziehungsweise dort mitgewirkt hat. Ja, wir singen euch den Sound of your life. Ja, ich denke mal einfach, dass er zu seinem Ende seiner Karriere einfach viel Kohle scheffeln wollte, um dann einfach ein kleines Polster für die Zukunft zu haben, damit er sich einen richtigen Beruf suchen kann oder was weiß ich. Ja, macht ja immer noch Videos auf Facebook oder hat er letztens auch irgendwie für Geld wahrscheinlich einen SpongeBob-Pulli angezogen oder so und macht jetzt solche Sachen. Ich finde das irgendwie extrem schade, aber es hat sich einfach auch schon angedeutet und ist ja auch irgendwie verständlich. Ich meine, nach 8 Jahren YouTube ist
das auch wirklich verständlich, dass man dann irgendwie auch keine Lust mehr hat. Allerdings finde ich das ein extrem schades Ende. Schades Ende? Schades Ende? Schlechtes Ende. Schades Ende, wie komme ich da drauf? Naja, ich denke mir, ihr wisst, was gemeint ist. Ich finde das irgendwie extrem arm und irgendwie extrem traurig, auch für einen großartigen YouTuber, der die deutsche YouTube-Szene auch echt weit vorangebracht hat, meiner Meinung nach. Und das ist auch so gesehen irgendwie auch der erste YouTube-Rentner. Get fucking wrecked, mate! Holy shit! Aber um jetzt nochmal auf Alberto zurückzukommen, ich meine, der Typ hat über 8 Jahre YouTube gemacht und hat die Szene in Deutschland wirklich verändert, beziehungsweise extrem weit vorangebracht. Ob das jetzt am Anfang diese Beatbox-Videos waren, dann die I Bet You Will Not Sachen und dann der wirklich der Boom von ihm und dann im Grunde das Ende mit dieser ganzen Produktplatzierungsscheiße, die jetzt halt auch irgendwie YouTube regiert, so ungefähr bei den großen YouTubern. Hätte er gesagt, ja Leute, ich brauche vielleicht ein bisschen mehr Geld oder was weiß ich, dann hätte ich das auch wirklich verstehen können, so an sich, aber ohne was zu sagen, irgendwie Produktplatzierung da reinzuhauen und dann, ja, diese LaVou-Scheiße ohne, ich dachte mir so, nein, das bringt dir sowas doch nicht. Das macht er nicht, Alter. Das hat er nicht gerade gebracht. Aber man muss der Wahrheit einfach ins Auge sehen. Und ja, Alberto ist tot, beziehungsweise sein Channel ist tot. Vielleicht wird es ja irgendwie mal wieder was Neues. Allerdings denke ich nicht, dass er je wieder zu seiner alten Linie finden wird. Was ich einfach extrem schade finde, falls ihr Alberto nun ja auch so gefeiert habt wie ich, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Und ja, schaut unbedingt mal Vertraute Zweisamkeit unten in der Videobeschreibung. Ist wirklich ein extrem gutes Video. Und ohne Scheiß, ich liebe dieses Video. Also falls ihr hier nach diesem Video noch Lust habt, ein anderes Video zu gucken, dann klickt da wirklich drauf, es lohnt sich. Ja, falls ihr mehr so Videos sehen wollt, wo ich vielleicht nochmal einen Cut-Com-mäßig ein paar Themen anspreche, ja, es heißt Themen anspreche, dann gebt doch einfach mal ein Like. Oh, wie like, du Hurensohn. Und ja, wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Ende von Alberto jetzt so seht und warum der Typ eigentlich einen Rechtschreibfehler in seinem Banner hat, beziehungsweise einfach zweimal ist einfach verwendet. What the fuck, Alter? Das zeigt doch irgendwie, wie wenig Arbeit am Ende seiner Karriere irgendwie auch noch da drin war, auch wenn er es vielleicht sogar selber gemacht hat, ich bin mir nicht mal sicher. Vielleicht war das auch irgendjemand von seinem Netzwerk, ich weiß es nicht. Ich für meinen Teil finde es extrem schade, dass aus einem so großen und coolen YouTuber so etwas geworden ist und es so enden musste, sag ich mal. Allerdings ist ja auch sowas der Trend, wohin sich viele große YouTuber momentan entwickeln und nun ja, es sind halt große YouTuber, ja. Also wie gesagt, über eine Bewertung würde ich mich freuen. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.